Na, Fritz. Also ich finde ja, Balkone, die sollten das ganze Jahr über so richtig einladend aussehen. Das ist doch gemütlich, wenn man drin sitzt und man guckt raus und da ist es richtig schön. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal meine 10 Lieblingspflanzen für winterliche Balkone. Mein Name ist Horst, ich bin Gärtner, mein Schrebergarten ist mitten in Berlin-Charlottenburg und zumeist an meiner Seite ist Fritz, der Affenpinscher. Von den 10 Pflanzen, die ich hier aufgebaut habe, suche ich jetzt mal die raus, die besonders geeignet sind für sonnige Balkone. Also 4 Stück ungefähr passen in diesen Kasten und ich fange mal an mit den Euphorbien, mit der Gruppe der Euphorbien und das sind eindeutig die liebsten Pflanzen, die ich habe. Und zwar haben die Struktur das ganze Jahr über, also im Winter, im Sommer immer. Und hier habe ich so eine rotblättrige Variante. Das ist die rotblättrige Wolfsmilch. Und es gibt auch Wolfsmilch, zum Beispiel in so einem Silberton. Das ist die Walzenwolfsmilch, also für sonnige Standorte wunderbar. Und die hier, die ist so ein bisschen höher, die kommt mal hier hinten in meinen Kasten, topfe ich die mal aus. Da muss natürlich jetzt erstmal ein bisschen Erde rein. Torffrei natürlich, ihr wisst das. Und dann habe ich schon mal die erste Pflanze für einen sonnigen Balkon, der im Winter großartig aussehen soll, ausgesucht. Und zu diesem Rot, ja, da passt eine Pflanze in Silber, die Sonne liebt. Das ist Semper Vivum, also die leben ewig, der Name sagt schon. Und dieses Silbrige zu diesem roten Laub von der Wolfsmilch, das ist einfach klasse und die kommt hier so ein bisschen weiter nach vorne daneben. So, Pflanze Nummer 2 für meinen sonnigen Kasten ist Semper Vivum. So, was haben wir denn noch? Was Hängendes? Also was Hängendes muss immer rein. Und da ist eine Pflanze, die ich besonders schätze, das ist die Mühlenbeckie. Die war bisher immer nicht so wirklich frostfest, aber die letzten Winter hat sie wirklich überdauert. Stauner ist sie natürlich nicht. Es ist wirklich so, bitte, bitte, merkt euch das. Frostschäden kommen oftmals nicht durch die Kälte, sondern durch die Kombination aus Kälte und Feuchtigkeit. Also wenn dies einigermaßen trocken hat im Winter, dann kommt die auch gut durch. Und das Hängende pflanze ich immer gerne so an den Rand. Ja, hier an den Rand, dann kann die drüber hängen, ist das ganze Jahr über, den ganzen Winter über schön grün und sieht jetzt schon prachtvoll aus hier. Und wie wäre es denn jetzt, Silber habe ich, ha, Sonne, Sonne, Sonne lieben auch die fetten Hennen. Sedum, der Mauerpfeffer und jetzt muss ich selber mal gucken, das hier ist die Sorte Chocolate Ball. Und das ist die Nummer 4 für meinen sonnigen Kasten, kommt hier neben die silbrige Dachwurz und damit ist der Kasten voll. Die pflanze ich jetzt ein und für alle von euch, die vielleicht eher einen halbschattigen Balkon haben oder die sagen, wow, Kräuter hätte ich gerne, Gemüse hätte ich gerne, geht alles, zeige ich euch gleich. Jetzt pflanze ich die erstmal ein. All that I know is I'm breathing now. Und wenn euch so etwas passiert wie mir hier, dass euch so Stückchen vom Sedum, also von der fetten Henne, abbrechen, dann ist es gar kein Problem. Es lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das ist so brüchig. Aber das Tolle daran ist, diese Stückchen, jedes dieser Stückchen, wenn ihr das wieder in die Erde steckt, dann wächst es einfach wieder an. So, damit kann man hier noch ein bisschen die Lücken füllen. Und damit ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Nicht nur eigentlich, das ist fertig. Und angießen tue ich es einfach ein bisschen später. So, jetzt noch mein letzter Tipp für sonnige Balkone. Manche von euch haben ja vielleicht nicht unbedingt einen Kasten oder wollen etwas in einen Topf pflanzen. Und da kann ich diesen Mittelmeerschneeball empfehlen. Der blüht mitten im Winter, der macht danach stahlblaue, ja so Bärchen, die glitzern, das ist unglaublich. Der wird auch Lorbeerblättriger Schneeball genannt. Also die Blätter hier sehen aus wie ein bisschen wie Lorbeer. Ich find, nur ein bisschen. Und die bleiben auch dran. Das ist eine super Pflanze, die jetzt mit dem wandelnden Klima auch sehr gut durch den Winter kommt. Gießen im Winter nicht vergessen. Alles immer Grüne, ein bisschen gießen im Winter. Ja, und der ist für sonnige Balkone einfach prachtvoll. Jetzt haben natürlich nicht alle sonnige Balkone. Manch einer hat vielleicht eben eher den Halbschatten und sagt dann so, Horst, und was nu? Ha, super Kombi für euch.
der schwarze Schlangenbart zusammen mit weißen Alpenveilchen. Sieht doch toll aus. Viele von euch kennen die Alpenveilchen vielleicht nur so, ja, als Zimmerpflanze für den Topf. Und eigentlich, wenn das Alpenveilchen reden könnte, würde es sagen, ich mag keine Zimmerpflanze sein. Ich mag auch keine warmen Wohnzimmer. Das mag ich alles überhaupt nicht. Und so ist es auch. Bitte stellt die einfach, solange es keinen Frost gibt, raus. Auf den Balkon, auf die Terrasse, auf den Tisch, da sieht es super aus. Richtig Frost verträgt es natürlich überhaupt nicht. Da muss es dann geschützt werden, also rein. Aber es gibt auch winterharte Alpenveilchen. Das hier zum Beispiel ist doch ein Traum. Da gibt es welche, die blühen im Herbst, welche, die blühen eher im Winter, welche, die blühen im Frühjahr. Und das Schöne an denen ist, die haben dieses irre schöne, schaut mal, dieses Laub mit diesem tollen Muster und sieht einfach im Winter klasse aus. Und das jetzt in Kombination mit dem Schwarz vom schwarzen Schlangenbart finde ich einfach irre schön. Und der schwarze, ja, Schlangenbart ist auch im Garten eine super Unterpflanzung für Bäume, also so, wo es stark durchwurzelt ist, da kommt der toll. Also das und das im Winter auf dem Balkon. Ein Traum. So, und was hatte ich noch versprochen? Ja, man möchte ja auch gerne etwas essen vom Balkon, etwas naschen. Und da kommt jetzt die Gruppe der essbaren Schönheiten für den Winter. Da habe ich hier natürlich Kräuter, die den ganzen Winter gut aussehen. Das ist hier der Rosmarin, also mediterrane Kräuter sehen im Winter richtig klasse aus. Die haben ja immer noch ein schönes Laub. Müsste jetzt, glaube ich, unsere Nummer 8 sein meiner 10 Lieblingspflanzen für den schönen Winterbalkon. Und jetzt, haha, wer mich kennt, der weiß es, jetzt kommt der Horst mit seinem Grünkohl. Genau, mit seinem roten Grünkohl. Und der ist auf dem Balkon im Winter doch echt eine Augenweide und auch für den Gaumen natürlich ein Genuss, denn man kann sich immer so die Blättchen unten abknibbeln, könnt ihr euch reinpacken ins Wokgemüse oder überhaupt ins Gemüse. Schmeckt super und sieht auch noch klasse aus. Und ja, auch wenn es ein bisschen nach Frühling aussieht, jetzt gibt es schon, und die sind wirklich frostfest, also bis minus 15 Grad halten die locker durch, es gibt jetzt schon Hornveilchen, also als essbare Blüten ein Traum oder einfach auch so für die Seele an grauen, tristen Tagen. Die liebe ich sehr. Das sind sie, meine 10 Lieblingspflanzen, die den ganzen Winter über auf dem Balkon richtig klasse aussehen. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Frühling rein. Ich habe hier ein paar Weinbergtulpen. Ihr könnt aber alles nehmen, was euch gefällt. Krokusse, was auch immer. Hauptsache es sind kleine Zwiebelchen. Die stopfe ich einfach dazwischen und dann im Frühling wird es hier dann so richtig zwischen dem ganzen grün, rot, silbrigen Laub so richtig schön blühen. Je mehr, desto besser. So, und jetzt wird das Ganze angegossen. Mal ein bisschen den Dreck hier runterspülen. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, wie sieht denn euer Balkon im Winter aus? Seid ihr eher so das Team, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber Bierkasten und Wäscheständer? Oder, nee, also bei mir, da soll es richtig schön sein. Schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, würde mich natürlich total freuen. Dann schaut doch in die Horst seinen Schrebergarten Playlist. So, jetzt habe ich kein Wasser mehr. Ich hole noch mal welches.